Platz 1. Warum trinken Beamte morgens einen Underberg? Damit wenigstens der Magen arbeitet. Platz 2. Welcher für Beamte wichtige Stichtag ist am 31. März? Ende Winterschlaf, Anfang Frühjahrsmüdigkeit. Platz 3. Ein Beamter wird mit verbrannten Ohren ins Krankenhaus eingeliefert. Wie ist das passiert? Fragt der Arzt. Ich habe gebügelt, berichtet der Beamte, da klingelte das Telefon. Ich war so in Gedanken, da habe ich mir das Bügeleisen ans Ohr gepresst. Ja, aber wieso haben Sie sich auch das andere Ohr verbrannt? Ich musste doch noch den Rettungswagen anrufen. Platz 4. Ist Ihre Arbeit eigentlich schwer? Wird ein Beamter gefragt. Nein, gesteht er, aber sie ist doch ein Störfaktor zwischen Kur, Nachkur, Urlaub, Feiertagen, Wochenenden, Betriebsausflügen. Platz 5. Und dann sagte der junge Beamtenanwärter erstaunt am 1. des Monats, wie bitte? Geld gibt es dafür auch noch? Platz 6. Warum ist auf den Beamtentoiletten immer dreilagiges Klopapier? Weil sie von allem immer zwei Durchschläge brauchen. Platz 7. Warum haben in Ämtern die Fußböden der Korridore weiße Längsstriche? Damit die Beamten, die später kommen, nicht mit den Beamten, die früher gehen, zusammenstoßen. Platz 8. Kommt ein Beamter ganz blau auf der Backe nach Hause? Fragt die Frau, na, hast du wieder auf dem Stempelkissen geschlafen? Platz 9. Warum wird ein Beamter auf Lebenszeit eingestellt? Weil er nach einem Monat Arbeit nur noch schwer zu vermitteln ist und nach zwei Monaten überhaupt nicht mehr. Platz 10. Der Beamte weist den jungen Mann darauf hin, dass ein I-Punkt fehlt. Der junge Mann, dann machen Sie ihn eben. Der Beamte schüttelt den Kopf, tut mir leid, aber es muss dieselbe Schrift sein.